Stellen Sie sich vor, Sie haben Geld in einer GmbH, Barvermögen, und wollen das übertragen auf eine Schwester GmbH. Das geht natürlich bei GmbHs nicht steuerneutral, sondern würde eigentlich eine verdeckte Gewinnausschüttung und eine verdeckte Einlage auslösen. Wie das trotzdem steuerneutral geht, das erkläre ich Ihnen heute in diesem Video. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und als Steuerberater kommt man ja so relativ viel rum in Deutschland. Heute bin ich in Nürnberg, wie Sie unschwer im Hintergrund erkennen können. Und in Nürnberg war ich bei einem Mandanten und habe einen ganz besonderen Fall besprochen. Es geht darum, wie man Geld von einer GmbH übertragen kann auf eine Schwester GmbH. Und das möglichst steuerneutral. Ich wollte das Video dann heute trotzdem noch hier in Nürnberg machen, obwohl das Wetter nicht optimal ist. Marcel Remus, wenn er wieder einer seiner Villen auf Mallorca verkauft, würde sagen, wenn Sie das Haus bei diesem Wetter, bei Regen, ja, schon mögen, dann werden Sie es bei Sonnenschein erst recht lieben. Und so gilt das vielleicht auch ein bisschen heute für Nürnberg. Also, wir reden kurz darüber, wie wir das Geld von einer GmbH übertragen bekommen auf die andere. Schauen wir uns das hier einmal an. Und das ist jetzt so, dass der Unternehmer... Und alles, was ich hier erzähle, habe ich versucht, möglichst neutral zu fassen, das auch mit dem Mandanten abgesprochen, dass es hier keine Betriebsgeheimnisse vom Mandanten sind. Stellen Sie sich vor, hier ist ein Geldsack drin und das sind 25 Millionen Euro, wenn wir mal groß denken. Und auf der anderen Seite, ja, da ist hier eine Werkbank mit Mitarbeitern und so weiter und so fort, der komplett andere Geschäftsbetrieb. Und jetzt möchte er den Barbestand übertragen auf diese, von der GmbH 1 auf die GmbH 2. Und da gibt es ja theoretisch verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, er gibt ein Darlehen. Erste Möglichkeit. Gut, dann ist aber nicht das Eigenkapital rübergegangen, sondern nur das Geld. Das Eigenkapital, also die Haftungssumme, ist weiterhin in der GmbH 1. Gut, wenn er das nicht möchte, wäre die zweite Möglichkeit, er macht eine Gewinnausschüttung. Zweite Möglichkeit, an die Mutter, also an die Privatperson oben und legt es danach wieder als Einlage ein. Also das ist auch noch Schritt 2. Das Problem ist nur hier, dass diese Gewinnausschüttung natürlich 25% Steuern auslöst. Also wie ist es nun möglich, Geld von der einen GmbH auf die andere GmbH zu übertragen, ohne das als Darlehen zu machen, sondern als Eigenkapital und auch ohne die Gewinnausschüttung vorzunehmen an die natürliche Person oben. Ja, und damit um die 25% Steuern zu vermeiden. Ja, das ist gar nicht so einfach. Diejenigen von Ihnen, die ein bisschen stolzes Vorwissen haben, werden jetzt auf die Idee kommen zu sagen, man könnte ja eventuell einen Teilbereich der GmbH 1 nehmen und diesen Teilbereich abspalten auf die GmbH 2. Geht das denn so einfach? Das Problem dabei ist, eventuell sind im Geld stille Reserven, aber auch hier oben im GmbH-Anteil, ja, da sind auch stille Reserven. Und hier unten im Geld, das wäre jetzt nicht so das Riesenproblem, aber hier oben im GmbH-Anteil, das wäre ein ernsthaftes Problem, weil die GmbH habe ich vielleicht für 25.000 Euro gegründet und die ist jetzt auch entsprechend mal mindestens 25 Millionen Euro wert, wenn ich so ein hohes Cashvermögen da drin habe. Ja? Das heißt, oben würde das einen fiktiven GmbH-Verkauf auslösen, wenn ich die Hälfte der GmbH rüberspalte. Und die Steuerrechtler unter Ihnen wissen, ich kann spalten steuerneutral, wenn ich zwei Teilbetriebe habe. Ist das hier ein Teilbetrieb? Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Teilbetrieb 1. Den kann ich spalten, aber ich brauche auch noch einen Teilbetrieb 2. Und Geld, ja, das ist leider kein Teilbetrieb. Geld kann ich jetzt hier nicht abspalten. Und jetzt kommt die Gestaltung. Wir gehen hin und gründen eine Tochter GmbH, die uns zu 100% gehört und übertragen das Geld auf die Tochter GmbH. Dann ist die Tochter GmbH natürlich 25 Millionen Euro wert. Und im Gesetz steht, dass diese GmbH ein Teilbetrieb, die als Teilbetrieb gilt, als eine Fiktion eines Teilbetriebes. Wenn Sie 100% GmbH-Anteil haben, gilt das als Teilbetrieb im umwandlungssteuerlichen Sinne. Und dann haben Sie zwei Teilbetriebe. Den einen, das ist der operative Geschäftsbereich, der andere, das ist der 100% GmbH-Anteil. Und dann können Sie hier aus der GmbH 1 diesen Teilbetrieb, GmbH-Anteil, abspalten auf die GmbH 2. Und wenn Sie das gemacht haben, hängt hier nachher die T-GmbH drunter mit dem Geldvermögen. Und nach einer gewissen Schamfrist können Sie natürlich dann das wieder hier nach oben spalten. Und das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz im Gesetz an, wie das genau aussieht. Dazu bin ich im § 15 Umwandlungssteuergesetz
Und dort im Paragraphen 1 zuerst, da steht drin, geht Vermögen einer Körperschaft durch Abspaltung, auf Aufspaltung auf eine andere Körperschaft über geltend Paragraph 11 und Paragraph 13, das sind die beiden wichtigen, hier entsprechend. Und dann steht hier Paragraph 11, das ist die Steuerneutralität für die GmbH unten. Und Paragraph 13 Absatz 2, das ist die Steuerneutralität für den Anteilseigner, sind aber nur anzuwenden, wenn auf die Übernehmerin ein Teilbetrieb übertragen wird und im Falle der Abspaltung oder Teilübertragung bei der übertragenen Körperschaft auch ein Teilbetrieb verbleibt. Wow, was haben wir hinbekommen? Wir haben einen Teilbetrieb schon immer gehabt, den zweiten Teilbetrieb, den haben wir künstlich geschaffen. Warum? Weil als Teilbetrieb gilt auch ein Mitunternehmeranteil oder die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, wenn diese Kapitalgesellschaftsbeteiligung das gesamte Nennkapital der Gesellschaft umfasst, also 100%. Das ist genau das, was wir gemacht haben. Und deswegen haben wir zwei Teilbetriebe. Die Profis unter Ihnen werden jetzt noch einen Absatz weiterlesen, im Absatz 2 und lesen, § 15 Absatz 2 steht, § 11 Absatz 2, also die eine Steuerneutralität, ist auf Mitunternehmeranteile und Beteiligungen im Sinne von Absatz 1 nicht anzuwenden, also GmbH-Anteile, was wir haben, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag durch Übertragung von Wirtschaftsgütern, die kein Teilbetrieb sind, erworben oder aufgestockt worden sind. Ja, wir haben doch gerade Geld übertragen auf unsere Tochter GmbH. Und das im Zweifel 1-2 Tage, bevor wir abgespalten haben. Also definitiv haben wir mit diesem Geld, was ja kein Teilbetrieb ist, die GmbH gegründet. Und das in den letzten 3 Jahren. Das würde genau in diesen Absatz reinfallen. Aber wer genau liest, wird sehen, dass § 13 Absatz 2 und § 11 Absatz 2 wichtig sind für die Steuerneutralität. Wir haben gesagt, für die Steuerneutralität ist § 11 Absatz 2 wichtig. Und für die Steuerneutralität im GmbH-Anteil ist § 13 Absatz 2 wichtig. Und welche Steuerneutralität fällt nun weg? Nicht beide, sondern nur eine. Die hier. 11 Absatz 2. Die fällt weg. Und das ist eben die Steuerneutralität, die ich gar nicht brauche. Weil Geld hat keine stillen Reserven. Und der GmbH-Anteil, den ich geschaffen habe, die Tochter GmbH, hat deswegen eben auch keine stillen Reserven. Ganz wichtig ist, dass der hier oben, diese Steuerneutralität, 13.2, die bleibt erhalten, obwohl ich das Geld in den letzten 3 Jahren auf die Tochtergesellschaft übertragen habe. Und das ist eine ganz pfiffige Gestaltung, wie ich dann diese Lücken im Gesetz so ein bisschen nutzen kann, um das alles möglich zu machen. Also kurzum, den § 15 Absatz 2 kann man lesen, ist wichtig, wirkt sich nur nicht aus, weil er mir nur die Steuerneutralität hier im GmbH-Anteil kaputt macht, aber da eben keine stillen Reserven drin sind. Die wichtige Steuerneutralität, den GmbH-Anteil, den ich für 25.000 Euro gegründet habe, der aber 25 Millionen Euro wert ist, § 13 Absatz 2, das findet weiterhin Anwendung, obwohl ich den Teilbetrieb unten erst in den letzten 3 Jahren geschaffen habe. Interessante Gestaltung. Können Sie mal drüber nachdenken, ob das für Sie relevant ist. Mit dem Mandanten ist das besprochen. Eine gute Gestaltung für den Mandanten. Wir werden das so machen. Ich freue mich mal, so ein bisschen unterwegs zu sein, bei Mandanten vor Ort, ein bisschen durch Deutschland zu kommen. Von meiner Seite viele Grüße an euch und an Sie. Viele Grüße aus Nürnberg. Bis zum nächsten Video.